Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Contrast. Soweit sind wir jetzt hier schon gekommen mit Didi und hier können wir auch durch, sehe ich gerade. Mit was war's? Mit B? Mit B war's. Ist das der richtige Weg oder? Wir folgen ihm einfach mal. Die Probleme von drei kleinen Menschen. Das wissen wir doch. Whoa. Oh. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow. Nein. Okay, dort hinten kriegen wir offenbar irgendwo ein Bällchen noch. Ich sehe noch nicht wo, wahrscheinlich direkt über uns, oder? Okay, dann. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow. That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. Mist. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out. Shit. Es tut mir leid, dass ich die Sequenz dadurch immer unterbreche, aber ich weiß. Why'd you have to come back, Johnny? I wanna come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? It's nothing. I got it caught in a desk drawer. In a door. A car door. Remember the horse doctor you were gonna fix races with? That was wrong, Kat. I know that. And the bar we bought, where your friends didn't have to pay and everyone was your friend. Well, you gotta cultivate your clients. And the strip joint where you got too close to the help? Now, there you're wrong, Kat. I showed the move, sure, but I never put a hand where it wasn't supposed to go. How can I believe you, Johnny? Your lips are moving. Every night I dream of the good times, Kat. Tell me you don't too. A night I don't dream is a good night. Okay, ich sehe da zwar noch, wie sich die Schatten ein bisschen bewegen, aber ich glaube, das gehört zu was anderem. Ich wollte die Sequenz nicht unterbrechen. Dann war das... Oh, schaut mal, der Sternenhimmel. Dann war das gar nicht für ein Bällchen, sondern fürs Weitergehen des... der Story. You don't believe a word you're saying. I know, because I can read your mind like a highway sign. No, Johnny. Not again. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody's. I hate you. Jesus, Cal, what are you doing? Oh, well, that hurts. No, 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 no. No, don't die, Johnny. Take care of Dee Dee, okay? Tell her that I love her. Please don't leave me. Or whatever she needs to hear. Whoa, was war das denn? I don't believe a word you're saying. I know, because I can read your mind like a highway sign. No, Johnny. Not again. Das hat mir doch gerade. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cal, what are you doing? Mommy, stop. What are you doing? Nothing. Mommy and Daddy were having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. Yeah. Yeah, it's just a toy, Dee Dee. Mommy. Are you gonna let Daddy come home? Dee Dee. Please?
please let Daddy come home? He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah! Daddy needs us! If this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Yay! Daddy's coming home! But he's not my real daddy, is he? Wow, das war schräg. Das war zweimal die gleiche Szene. Ich habe sie extra laufen lassen, weil ich dachte, okay, jetzt sehen wir es nochmal aus einer richtigen Perspektive. Aber das war quasi zweimal die gleiche Szene mit unterschiedlichen Enden, dadurch, dass Didi da war. Und wir sind wieder im Zimmer. It's you! Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever. Except he always says stuff like that, and then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Na, was haben wir davon, wenn wir mit ihm reden? Ich möchte Musik anmachen. Okay, die fängt nur ganz leise an. Was ist das? They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These are in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Familienleben haben wir jetzt Errungenschaft bekommen. Das sind schöne Bilder, schöne Gemälde auch. Und hier sehen wir sie quasi alle mal außerhalb der Schatten. Und ich habe immer noch nicht ganz geschnallt, warum wir sie überhaupt als Schatten sehen. Hier haben wir gleich die nächste Erinnerung. Ich möchte das hier vorher haben. Oh, hier tickt eine Uhr irgendwo. Da. Geht das nur mir so oder ist das unglaublich beruhigend? Ich weiß noch, bei meiner Oma früher, die weilt jetzt leider nicht mehr unter uns, aber bei meiner Oma gab es auch so eine riesige Uhr und die hat auch immer so rhythmisch getickt. Und mich hat das unglaublich beruhigt. Ich fand das immer sehr schön. Oh no, it's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Da haben wir gerade irgendwie ein zitterndes Bild gehabt in der Sequenz, aber geht zum Zirkuszelt, machen wir gleich. Aber ansonsten läuft das hier flüssig. Hm. Nehmen wir auch noch mit. Ich wüsste auch nicht, warum es unflüssig laufen sollte. Wir sind deutlich. I don't think they'll hold you. You'll have to go through shadows. Oh Gott. Im Schattenmodus zum Durchbrechen von dünnen Wänden. Ach, das jetzt auch noch. Um Gottes Willen. Okay, wir gucken erstmal hier hinten, ob hier irgendwas ist. Schwebt ein Fahrrad. Ganz normale Sachen eben. Okay. Ja, ich gehe gleich in den Schattenmodus. Aber... Ah, hier, oder was? Und jetzt... Ah, ich hab's geschnallt. AB zum Springen und Durchbrechen von dünnen Wänden. Okay, das müssen wir hier machen. Okay. Das ist ziemlich leicht, das habe ich kapiert. Der Zirkus. Oh, ich liebe Zirkuskram. Wow,
Wieso habe ich so einen Hang dafür, immer an die Abhänge zu gehen und dann kurz vorher stehen zu bleiben? Ich weiß auch nicht. Oh, schaut mal, da hinten ist ein Schiff. Nein, nicht die Kamera wechseln. Ich will genau dorthin gucken. Erstmal gucken, ob hier irgendwo Bälle sind, die wir verpasst haben. Sieht nicht so aus. Wow. Hier kommt das Zirkuszelt. Da hinten ist erstmal nichts. Was haben wir hier dahinter? Auch nichts. Na dann rein. Oh. Wir sind ja recht heftig geschminkt, sehe ich gerade. Aber na gut. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken-down piece of junk. Come on, Vincenzo, it's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean! I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Come on, it's this way. Okay. Repariere die drei Attraktionen. Was haben wir für eine Errungenschaft? Dieser Zirkus ist eine Katastrophe. Danger. Trained Lions. Wirklich? Sieht nicht so aus, als wären da wirklich welche drin. Hierdurch können wir auch nicht. Na gut. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Oh, Ballons. Ich will wieder klein sein. Da hinten das riesige Schiff. Da kommen wir jetzt noch nicht hin. Die drei Attraktionen. Okay, wo haben wir sie denn überhaupt? Hier unten geht's weiter. Bin ich auf dem richtigen Pfad? Ich gehe einfach mal lang. Tickets. Got snagged so they can't pull it down, but nobody can get up there to untangle it. I bet somebody didn't pay attention when he was tying it down. A carousel! I think I can turn it on. Do you have any luminaries? Na klar. I think we just need one or two more. Ich dachte, wir haben die alten noch, aber die gelten wohl nicht. Dann haben wir hier eine von 15. Wir brauchen mehr Leuchtkugeln. Wo geht's hier hin? Hier geht's noch weiter runter. Oh. Shit. Mist. Wir probieren's nochmal. Na, geh vor. Nicht. Da waren wir etwas schwungvoll. Einmal probieren wir es noch. Na, komm. So. Na. Na, Mist. Nicht. Warum springt sie denn raus aus dem Schatten? Beim zweiten Mal ist es zu kurz, das schaffen wir nicht. So, ne? Gut. Okay.
Okay. Jetzt haben wir die zwei Leuchtkugeln, die wir drüben brauchen. Was ist das denn? Ist das sowas wie ein verwunschener Wald oder so? Keine Ahnung. Ich würde sagen, liebe Leute, das finden wir nicht mehr jetzt heraus, sondern in der nächsten Episode von Let's Play Contrast. Bis dann. Tschüss.